Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück, man glaubt es kaum, zu Starbound. Ich entschuldige mich nochmals für die äußerst lange Pause, aber irgendwie bin ich einfach nicht dazu gekommen, weiter aufzunehmen, aber heute drehen wir mal wieder ein Part. So, ich weiß leider gar nicht mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben. Gar nicht mehr so genau. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier auf den Planeten und schauen nochmal. Aber ich glaube, dass wir hier schon waren. Oh, scheiße. Hier am besten die schöne Axt hier. Also ich weiß, dass wir im Beta-Sektor sind. Und ich... Oh mein Gott. Egal. Ja, und ich baue auch mal alles ab, ne? Kupfer, weiß nicht, ob wir das noch brauchen, aber schade bestimmt nie. Ja, Mistviecher. Fick. Entschuldigung, sterbt. Ne, eine Kiste. Was haben wir? Ach, wieder so ein Scheißdreck. Naja, was soll's, nehmen wir einfach mal alles mit. Erst wieder richtig reinkommen ins Spiel. Ich habe es wirklich lange nicht mehr gespielt. Der letzte Part, den hatte ich ja schon recht lange auf dem Desktop drauf, aber bin irgendwie einfach nicht dazu gekommen, ihn hochzuladen, weil er halt recht groß war und deswegen hätte es auch ziemlich lange, also ziemlich viel Zeit gebraucht. Und naja, jetzt haben wir es ja. Ganz ehrlich. Ich hasse euch hier, Leute. Kleine Mistviecher. Schweinchen. Und Schweinchen fett macht sich breit in deinem. Oh, harte Monsterblades, sehr schön. Lass die schießen, Felsbrocken. Komm, wir lassen hier mal alles einstürzen. Hui. Alter. Jetzt sind wir hier in so einer Vulkanlandschaft. Es kann auch sein, dass mal ein Update zwischendurch kam und ich weiß nicht, was das Update mit sich bringt. Aber es noch nicht. Noch egal, wir sind tot. Jo. Wie viel Ladung haben wir? Ah, schon einiges. Schmelzen wir hier nochmal alles rein. Ah, da haben wir noch Essen. Kupfer behalten wir mal zum Reparieren der Spitzhacke. Silber weiß man nie, kann man immer brauchen. Steel Platinum. Bräuchte mal wieder so Ding, so Bandagen, aber. Gold. Cool Bookcase. Raw Alien Mate. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in ein ganz anderes Sonnensystem. Gehen wir einfach mal in ein komplett anderes, ja? Ja. Play on. Nö, das ist ein Asteroidenfeld. Nein. Verarsche. Schlecht. Chimpunius. Nein. Ja. Nee, das ist Schnee. Schnee. Schnee meine ich. Menkalin. Sieht ganz gut aus, aber mit, am besten mit schön vielen. Nein. Nein. Ja, ne, Moon. Moon Forest. Nicht gut. Proxima. Schnee. Savanna und Jungle. Arid. Ah, Desert, Desert, Savanna. Ah, okay, der ist gut. Dann gehen wir mal hierher. Gut, auf jeden Fall weiß ich, dass wir jetzt hier mit diesem Ding hier mal gucken müssen. Also die unsere Axt macht wie viel Damage? 25. Die hier macht 17, 18, 25, 20, 25, 20, 27, 24. Naja, wir sollten aber lieber sparen, dass wir uns nachher select. Die Robot Legs machen können und ja, dass wir halt einfach hier
den Roboter irgendwann mal zusammenkriegen und dann schon in den nächsten Sektor können. So. Bin ich ja gerade mal gespannt, was hier auf dem Planeten so gibt. Eisen haben wir hier schon mal. Und Gift. Was wir bräuchten, sind mal Diamanten für die beste Spitzhacke, die es im Spiel gibt. Oder keine Ahnung, ob es mittlerweile sogar eine bessere gibt, aber war jedenfalls mal eine ganz gute. Ist immer noch eine sehr gute. So, mal gucken, ob wir hier ein paar NPCs treffen, die wir dann töten können. Mit ihnen freundschaftlich verhandeln können, natürlich, meine ich. Ja. Ja, genau. Nicht ins Gift. Heilige Scheiße. Kohle. Auch sehr gut. Oh Gott. Heilige Scheiße. Naja, okay, ohne Mut nichts los. Hat zwar voll nicht gepasst gerade, aber naja. Alter. Regt euch doch nicht so auf, Leute. Glowing. So, wie kommen wir jetzt hier am dümmsten hoch? Mit diesem Jump hier. Nicht, der mag uns nicht, wenn ich jetzt sterbe wegen diesem Arschloch. Die mögen uns echt nicht, glaube ich. Wir sind ein verhasstes Volk. Nee, da ist ganz viel Rohstoffzeug. Vorkommt. Nein! Ja, wir brauchen mal Pflanzen zum Bandagieren. Es fehlt uns irgendwie, habe ich das Gefühl. Egal, wir gehen auf jeden Fall mal runter jetzt. Irgendwie habe ich das echt vermisst hier, die ganzen Mistviecher. Naja, eigentlich nicht. Ich hätte so gerne mal eine Knarre, eine Pistole oder irgendeinen Scheiß. Genau, wir sind natürlich gleich wieder tot. Na klar, Leute. Ist der lieb oder böse? Lieb. Wo war das? Ah, da, perfekt. Heilige. Nein! Verarschen oder was? Wir lassen uns hier von so kleinen Mistteilen. Oh Mann. Unglaublich, ich will doch bloß einfach nur zu diesen Scheißteilen. Ey, ihr lasst mich hier. Ja? Wir verhandeln friedlich. Ey. Oh nein, was passiert hier? Heilige. Ich mag diesen Planeten nicht. Überhaupt ganz und gar nicht. Scheiße. Da spielt man das mal wieder und dann verkackt man gleich so elendig. Das ist ein guter Start. Halt dein Maul einfach, okay? Halt. Oh. Hat er seine ganze Family mitgebracht. Ich bin ganze Familie an. Für den Pfeil des Zorns, du Sau. Oh. Ha, das ist ein Gift. Gut. Heilig. Ihr tötet mich nicht noch einmal, ja? Du nicht schon wieder, tötet mich. Heilig. Gottes Willen.
und er verreckt in der Säure. Auch nicht schlecht. Und jetzt will ich endlich das Scheißdreck hier abbauen hier. Perfekt. Die schöne beruhigende Musik wieder. Jedenfalls, wenn einer von euch mal Starbound hat, das Angebot steht immer noch offen. Ich hoste meine Map und dann zocken wir zusammen ein paar Runden. Und ihr müsst mich einfach nur anschreiben. Das ist alles. Diesmal lasse ich mich nicht umbringen. Ich schwöre bei Gott. Alter. Was zur Hölle. Heilige Mutter Maria. Unglaublich, oder? Bin ich schon wieder tot. Oh, Heilung. Göttlich. So. Die ganzen Rohstoffe nehmen. Aber rein theoretisch kann man auf so einem Planet eigentlich so viel rausholen. Das ist unglaublich. Weil man kann ja bis unten zum Planeten kehren. Hier drin. Ah, eine Steinpickaxe, Javelin, Pixel, Stone Axe und Breaks. Ach komm. Oh Gott, sie kommen. Sie kommen. Da warten die Säue. Ah, perfekt, ein NPC hier oben. Komm her. Ich töten wir gerade. Dann töten wir ihn. Ein kleiner Avianer, man. Süß. Also, wir schlagen hier mal ganz lieb die Tür ein. Bauen hier alles ab, was wir brauchen können. Und zu guter Letzt den lieben Einwohner schlachten. Halt dein Maul und stirb. Oh Gott, ich hab sie verärgert. Und tot ist er. Das war der Todesgong. Oh, Kohle, ganz viel. Aufpassen mit der Säure. Oh, scheiß. Ach komm, jetzt ist gerade egal. Komm schon. Geht doch. So tragisch ist es nicht. Und schon hat es aufgehört und wird töten. Eine Sau. Ich finde, Bandagen sind hier überaus selten. Deswegen sollten wir mal nachher auf... Sind wir hier nicht sogar auf dem Dschungelplaneten? Es ist doch Dschungel, oder? Aber es ist sicher kein Dschungel. Also wird es wahrscheinlich nicht der Dschungel sein. Na gut, dann wird's halt... Müssen wir halt nachher auf den einen Dschungelplaneten gehen. Und mal gucken, was es da so gibt. Pixel. Weil Bandagen sind halt schon wichtig. Oder rote Stimpacks. Einfach so Kram. Oh Gott. So, aber sonst ist hier nichts los. Einöde. Hinten stirbt das Viech irgendwie aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Naja. Hier den Berg überbrücken. Ich glaube, ich fäll mal wieder einen Baum so zur Abwechslung. Also wenn ihr irgendwas von einem Update wisst, einem neuen oder so, könnt ihr mir ja gern über PN, also private Nachricht, oder über in die Kommentare geben, schreiben, was neu ist in diesem Update und was es eigentlich bringt. Und ich bin jetzt schon wieder tot. Am besten nochmal so ein Teil, wo es aus Versehen heilt. Nein, 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 nein. Ja, wir sind im Dschungelgebiet. Wenn ich jetzt sterbe. Alter, Alter. Nein! Wir sind gerade im Dschungel angekommen. Ich habe gerade genug Zeug für Bandagen gefunden. Dann schlachtet mich so ein Teil. Ich glaube, ich habe jetzt präventiv schon mal ein paar
Teile hier. Crafting-Menü. Da. Bandagen braucht 4. Perfekt. Scheiße ist das. Dann lade ich halt hier schon mal mein das Teil hier auf mit Kohle. Und dann gehen wir jetzt mal die andere Richtung, weil so arg groß ist der Planet, glaube ich, gar nicht mal. Dann gehen wir einfach mal hier lang und gucken, was uns hier erwartet. Hoffentlich ist hier der Dschungel recht nah. Ein Miniboss wäre auch nicht übel, mal wieder so zur Abwechslung. Man soll aber wenigstens eine gescheite Waffe fallen lassen. Kohle. Nicht schon wieder. Stopp. Oh Gott, ich hasse diese Vögel so sehr. Die tun mir so weh. Halt dein. Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Das macht doch keinen Spaß. Ein Pirate Ship. Das ist göttlich, Leute. Das ist ja mal richtig geil. Ein Pirate Ship. Jetzt können wir mit Waffen handeln da oben und so. Das ist richtig geil. Nur die Piraten haben recht starke Waffen. Das heißt, wir sollten uns nicht mit denen verkacken. So, typisch. Dennoch kann man da oben ganz nette Sachen looten. Schauen wir mal, ob es hier irgendwie noch weitergeht. Chef-Spawner, geil. Also ein Spawner, der mich spawnt. Sozusagen. Spaß. Gut, okay, wir gehen wieder zurück. Oh, guck mal, wie süß er badet. Ich helfe ihm mal ein bisschen. Oh, egal. Dann gehen wir mal schnell auf das Pirate Ship. Mal kurz, genau, das ist ja... Also, wir bauen am besten mit Dirt. Braucht man sonst eh nicht. Geile Sache. Guten Tag, it's better you don't get checking anything. Warum sollte ich nichts klauen? Ist doch geil. Tier. Oh, Kohle, hübsch. Oh, Flares, göttlich. Was hast du da? Geh mal zur Seite, Fettsack. Okay, da. Oh, geil. Schlechte Waffe. Hier. Mhm. Hammer, Hammer, Hammer. Rope. Geil, 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 geil. Die Tür kann weg. Hier die Iron Bar. Nehmen wir mal. Wurfmesser. Pixel und Eisenbarren. Diamantenerz, perfekt. Karotte, Müll, Kupfer behalten. Pixel nehmen, das hier auch nehmen. Nichts und Flares. Ja. Erstmal schön alles looten. Dann kaufen wir uns ein paar Waffen. Töten das Piratennest. Und ich denke, das ist Beschäftigung für ein paar Parts, weil so einfach sind die jungen Burschen hier nicht zu töten. Silbererz. Braucht man nicht. Aus diesem Grund schauen wir lieber erstmal rum. Da ist der Captain. Weil hier aus diesem Schiff, I'm watching you. Weil in diesen Schiffen kann man auch ganz tolle Sachen abbauen, die dann auch benutzen. Da ist, glaube ich, der Verkäufer irgendwo. Entschuldigung. Also, hier, du, da, komm her. Gut. Hey.
Ach komm, die werden gekillt. Geil. Der hat eine Waffe fallen gelassen. Weak Wacker. Ich beschütze mal hier die Piraten, da mögen sie mich vielleicht nicht. Wehe, du killst den Waffenhändler, ja? Also, was haben wir hier? Weak Wacker. 14 und... Ach komm. Hey, handel mir. Illuminator 11 und Energy per Shot, Damage per Shot, Pop Mac, Blast Riddler, Zap Revolver oder ballern sie wieder Wild Ricer. Nö, ich glaube, ich kaufe mir den Precious Illuminator. Der sieht geil aus. Kämpfen sind. Womit gekämpft? Gut, dann wollen wir doch unsere neue Waffe gleich mal einweihen. Ich tausche sie ein gegen das. Gucken, was, wie sieht die so aus? Ach, das ist eine Shotgun. Das ist ja mal geil. Und soll es verkacken bei denen? Ne, wir müssen alle töten, bis auf den Händler. Den müssen wir beschützen mit unserem Leben. Genau das habe ich jetzt auch vor zu machen. Der Part endet sowieso gleich, von daher können wir uns gerade umbringen. Passt mal auf. Jetzt seht ihr so einen kleinen Illuminator in Action. Das einzige Dumme ist, dass es recht lange braucht zum Nachladen. So eine MG wäre mir lieber. Ach scheiße, den wollte ich ja gar nicht töten. Aber das ist ja gar nicht mal unser Händler, glaube ich. Bin ich eigentlich behindert? Egal, das tötet man einfach gerade. Die haben wahnsinnig viel Ausdauer, die Typen. Das ist gut gelaufen. Egal. Den Waffenhändler können wir ja beschützen. Ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Part hier und danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Part Starbound wieder und bis dahin, ciao Leute.